Schöner könnten die Amadeus Junior Specials 2017 hier in Lamprechtshausen im Salzburger Flachgau nicht zu Ende gehen. Petrus und der Wettergott waren es heute am Grand Prix-Tag. Auch jetzt noch die Abendsonne hier am Turnierplatz. Und neben mir steht jene junge, charmante Dame, die uns diesen Abend noch schöner gemacht hat, nämlich Denise Roth. Denise, Gratulation zu deinem hervorragenden Erfolg heute. Die Mucki Grand Prix für die junge Reiter gewonnen. Und das über einen extrem schwierigen und anspruchsvollen Parcours von Franz Madl. Aber Stand-Up und du, ihr habt heute alles gegeben. Ja, ich habe ihn extra am Freitag geschont, dass er für heute frisch ist, und hat super geklappt alles. Es waren über 30 Starter auf der Liste und im Endeffekt nach dem Grundumlauf nur 2-0 Fehlerritte. Das warst du und ein Italiener, nämlich Matthias Alvaro. Warum hat es in diesem Parcours so viele Fehler gegeben? Es war vom ersten bis zum letzten Sprung, hat man immer aufpassen müssen. Die Sprünge sind sehr schnell gekommen und das war die Schwierigkeit. Du bist immer noch ein bisschen aufgeregt, trippelst da vor mir her, nämlich auf jenen Grund und Boden hier in Lamprechtshausen, der dir ja schon so viele Erfolge in diesem Jahr beschert hat. Du hast hier das Flutlichtspringen national gewinnen können. Einen Tag drauf hast du noch einmal zugeschlagen beim nationalen Grand Prix. Und jetzt auch auf internationalen Basis ganz, ganz vorne. Woher kommt der Höhenflug der Denise Roth im Augenblick? Wir alle vier sind einfach super drauf und Andreas ist super drauf und das übertragt sich so auf uns. Und die Pferde sind alle super drauf und jetzt hat auch jedes Pferd den richtigen Reiter gefunden und das klappt einfach alles toll. Ja, du hast es gerade richtig angesprochen. Jedes Pferd hat den richtigen Reiter gefunden. Und man muss auch schauen, man beobachtet euch ja schon über Jahre. Mut hat man euch nie abstreiten können und so weiter. Eure Pferde sind immer hervorragend gesprungen. Aber so ein bisschen die Reitkultur, das System im Ganzen hat noch ein bisschen gefehlt. Aber jetzt über die letzten Monate, ob das von der kleinen Noelle über die Naomi, über die Michelle bis hin zu dir nach oben, ist einfach jetzt jeder Ritt einfach durchdacht. Ein System dahinter, woran hat es da gelegen? Was habt ihr geändert? Wir haben über den Winter sehr viel trainiert mit dem Andreas und einfach konstant an Sachen gearbeitet, die einfach immer wieder falsch gemacht werden. Und die Konsequenz hat einfach, also wir haben einfach immer trainiert und waren fleißig über den Winter und das hat es jetzt auch. Es hat sich gelohnt, war das Ding. Weil ich bin nämlich heute während dem Grand Prix neben dem Sportdirektor des Österreichischen Pferdesportverbandes, Herrn Ingenieur Krager, gesessen. Und wenn man wirklich das ganze Wochenende hier so beobachtet hat, eigentlich an den zwei oder sogar drei Rootsisters sollte normalerweise für die kommenden Europameisterschaften im Zammerin eigentlich der Weg nicht vorbeiführen. Wie ist das jetzt eigentlich mal für dich? Weil du bist ja die letzten Jahre immer so ein bisschen noch abseits gestanden. Aber jetzt könnte es sein, dass gerade die Rootsisters der Fels in der Brandung werden für das österreichische Team. Wärt ihr überhaupt bereit, für Österreich bei den Europameisterschaften an den Start zu gehen? Natürlich wären wir bereit, wenn wir mitfahren dürfen und sie uns aufstellen, wären wir super froh. Aber wir schauen, wie es kommt. Aber im Endeffekt, das, was schwarz auf weiß am Papier steht, das zählt und das steht bei euch, ob im iCup oder im Grand Prix, die 1. Ja, das stimmt. So, jetzt haben wir am kommenden Wochenende hier wieder ein nationales Turnier. Normalerweise sind die Rootsisters wieder da. Seid ihr am kommenden Wochenende wieder in Lamprechtshausen oder macht ihr mal eine wohlverdiente Pause? Wir kommen wieder, die ganzen Turniere bis zum Schluss sind wir immer da. Ich wünsche mir dir toi toi toi, feier schön und auch liebe Grüße an deine beiden Eltern. Danke.